Ja, in diesem Tutorial zeige ich dir noch, wie du passende Bilder, lizenzfreie Bilder für dein Video finden kannst. Zunächst startest du Safari. Dann gehst du hier oben in die Adresszeile, löschst alles raus und suchst nach Wikimedia Commons. Hier wird es auch schon angezeigt. Einfach auswählen. Und dann hier der zweite Treffer. Ist es die deutsche Seite, Wikimedia Commons, da tippst du drauf. Dann bist du auf der Hauptseite von Wikimedia Commons und da kannst du jede Menge Bilder finden. Ich suche hier mal nach einem Bild für einen Laptop. Ich gebe oben rechts in das Suchfeld Laptop ein und habe hier schon eine kleine Auswahl. Ich nehme mir das mal. Und dieses Bild musst du jetzt, damit du es nachher in iMovie importieren kannst, zunächst mal speichern. Einfach antippen, das iPad sagt dir dann Bild sichern und dann hast du es in der Mediathek gesichert. Da diese Bilder zwar lizenzfrei sind, wir aber denjenigen Schöpfer auch nennen müssen in unserem Video, brauche ich von dir den Link zu dem Bild. Einfach auf E-Mail-Link tippen und mir dann an meine Mailadresse schicken. Okay. Ja, so einfach ist das und so kannst du auch mit anderen Bildern verfahren. Zum Beispiel suchst du ein Bild über Sport. Auch hier wirst du fündig werden und Bilder finden, die mit Sport zu tun haben und dann einfach das passende raussuchen und ebenfalls wieder auf das Bild tippen, bis die Auswahl kommt und das Bild sichern. Mir den Link mailen. Okay, das scheint ja ganz einfach zu sein. Dann an die Arbeit, mach dich mal auf die Suche nach Bildern. Alternativ dazu kannst du natürlich auch die Links zu den Bildern kopieren. Die sind ja hier oben. Einfach alles auswählen und dann in die Etherpads eingeben, die Links und uns bereitstellen. Dann brauchen wir nur auf den Link tippen und haben das entsprechende Bild.